Hi Freunde, in dem Video ganz schnell. Eben hat Söder bekannt gegeben, nach stundenlangen Diskussionen mit Merkel und den ganzen anderen Leuten, die da im Bundestag sitzen oder wo das entschieden wurde, es gibt dieses Jahr einen Silvesterfeuerwerksverkauf. Es wird auch ganz normal Silvester stattfinden mit kleinen Einschränkungen. Also, ihr könnt alle aufatmen, es gibt kein Verbot, ihr könnt böllern, was das Zeug hält. Schlagt nochmal ordentlich zu in den Online-Shops und lasst es in den Discountern richtig krachen. Ich habe jetzt gleich für euch nach meiner Aufnahme hier die Aussage von Söder, die könnt ihr euch dann selbst nochmal anhören. Es wurde eben vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Und dann viel Spaß beim Anhören und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und dann bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Wenig über Silvester gesprochen. Ziel der Übung eigentlich aller Maßnahmen seit März sind ja, die Krankenhäuser möglichst am Laufen zu halten, damit sie eben nicht überlaufen. Jetzt wäre Silvester eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Böllern verbieten wir, wir verbieten komplett den Verkauf von Feuerwerk und entlasten damit in der Neujahrsnacht die Krankenhäuser. Warum ist es zu diesem Beschluss nicht gekommen? Ja, also wir haben uns klar entschieden, dass wir nicht der festen Überzeugung sind, dass Raketen und Böller per se eine pandemische Herausforderung sind, nur dort, wo die Menschenansammlung zusammenkommt. Jetzt sage ich ganz offen, ich bin kein großer Silvester-Fan. Ich verbringe immer Silvester innen drin, weil ich meistens bei Hunden bin, die sich da herausgefordert fühlen, wenn es knallt, finde ich das Hunde schlimm. Ich war immer bei den Hunden. Also ich bin keiner, kann man nicht vorstellen, wann ich das letzte Mal eine Rakete gezündet hätte. Vielleicht politisch, aber jedenfalls nicht sowas. Also ich bin da relativ in der Frage klar. Aber wir haben, Winfried Kretschmann hat uns einmal in einer Runde gesagt, man sollte nicht etwas machen, wo man jetzt ein anderes politisches Ziel verfolgt, das eigentlich nichts mit dieser Herausforderung zu tun hat. Das hat mich persönlich und viele andere am Ende überzeugt. Wir wollen kein generelles Böllerverbot, sondern dort, wo es eben zu dieser Herausforderung führt, in den entsprechend großen Straßenzügen oder an Plätzen, wo sich die Menschen versammeln, da haben wir ein klares Signal gesetzt. Das finde ich auch richtig. Alles andere übrigens muss man dann an anderer Stelle entscheiden. Das tun übrigens auch viele Kommunen. Es gibt ja schon welche, die generell das Böllern nicht mehr wollen. Das liegt aber bei den Kommunen.